Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier auf Kurier.tv zu unserem Kulturtalk. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und wie ich immer sage, es lohnt sich auch diesmal, denn ich habe einen absoluten Weltstar heute bei mir zu Gast. Wenn man einen Heldentenor braucht in dieser Zeit, dann gibt es nur einen einzigen, den man anrufen kann. Egal, ob das jetzt Wien, Mailand, Met oder Bayreuther Festspiele sind. Er kommt aus Österreich, singt überall, feiert Triumphe ohne Ende. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Andreas Schager. Danke für die unglaublich übertriebene Einleitung. Na, so übertrieben ist das ja nicht. Ich habe es ja so in den kleineren Partien, so wie Tristan und Siegfried und so weiter, ja, schon einmal gehört. Das führt auch gleich zu meiner ersten Frage. Wie geht sich das eigentlich aus, stundenlang, weil Wagner etwa war ja jetzt nicht gerade zahm zur Tenorstimme. Da haben Sie vollkommen recht. Es ist ein Training wie jedes andere. Also man wächst in diese Aufgabe hinein, muss man sagen. Also ich bin so ins kalte Wasser gesprungen, das war im Jahr 2012, als ich den Rienzi angenommen habe. Und dann habe ich sehr, sehr schnell beim Studium gemerkt, das tut meiner Stimme sehr gut. Mhm. Ich werde nicht müde. Ich kann das immer singen, die ganze Zeit. Mir half auch wahnsinnig meine Operettenvergangenheit, die ich vorher hatte. Was wenige wissen eigentlich. Ja, ja. Also ich hatte 10 Jahre lang ausschließlich Operette gesungen. Mhm. Ja, in Tourneetheatern. Und da gab es oft jeden Tag eine Vorstellung. Lange Busreisen dazwischen. 20 Vorstellungen hintereinander. Mit Doppelvorstellungen an einem Tag oft. Und ich glaube, ich bezeichne das immer als meine Lehrjahre, also mit nicht mit 2 E, sondern mit H. Und das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Also auch diese Ausdauer, dieses lockere Spiel auf der Bühne. Und ja, also ich war dann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und als Daniel Barenboim mich brauchte, war ich da und somit war dann die Karriere nicht mehr aufzuhalten. Das ist gut, eine Karriere, die auch natürlich an der Wiener Staatsoper stattfindet. Also im Herbst sind Sie dort wieder zu erleben, als Kaiser in der Frau ohne Schatten von Richard Strauss mit Christian Thielemann am Dirigentenpult. Auch ein Othello geht sich aus dazwischen. Ja. Aber davor, wer sie in Österreich erleben möchte, zuvor nicht so lange warten möchte, hat am 31. August eine Gelegenheit dazu. Richtig, richtig. Götterklang trifft Donaugold. Ein Open-Air-Konzert, das wir vor 3 Jahren begonnen haben und das sich wunderbar entwickelt. Und diese Donaubühne in Tulln ist ja wunderschön. Und der Name ist Programm, denn am Abend, wenn die Sonne untergeht, taucht sich die ganze Donau in ein goldenes Licht. Und das ist fantastisch schön einfach. Ja. Und wir, Tulln ist ja eine, was auch viele nicht wissen, auch eine Wagner-Spielstätte. Also wir machen sie zu einer Wagner-Spielstätte, aber ein historischer Wagner-Platz. Denn Grimhild ist hier auf König Etzel getroffen, aus der Nibelungensage. Ja. Und das ist natürlich für uns dann der Anlass, dass wir dort immer auch Wagner spielen. Mit schlechtem Ende für beide Beteiligten übrigens, sind sie dort aufeinander getroffen. Aber sie sind dort aufeinander getroffen. Ja, ja. Heuer gibt es auch einen besonderen Gaststar, wenn man so möchte, auch ein Jahrhundertsänger. Absolut, Thomas Hampson. Mhm. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir ihn zu Gast haben, dass wir ihn hier an die Donau locken können. Und ich habe mich auch gefreut, denn als ich ihn angerufen habe, war das Erste, dass er gesagt hat, ich dachte schon, du fragst mich überhaupt nie. Und das hat mich wahnsinnig gefreut, denn da merkt man, unser musikalisches Baby ist schon gewachsen. Ja. Das heißt, es wird auch weitergehen in den Folgejahren. Absolut, absolut, ja. Was gibt es denn so programmtechnisch, wenn wir schon auf der Wagner-Bühne quasi sind? Naja, wenn man Thomas Hampson hier hat, und es gibt ja kaum einen, der mehr verbunden ist mit dem Abendstern, und dann muss er das natürlich singen. Ja? Und es gibt dann auch, und unser ganzes Programm steht unter dem Motto Music for the Soul. Und wir wollen gerade in diesen Zeiten, die wir jetzt erleben, ja, mit diesem unsäglichen Krieg da zwischen Russland und der Ukraine, und wollen wir einen Abend den Menschen schenken, wo man mal so seelisch durchatmen darf, ja, wo jetzt einfach diese wunderschönen Melodien kommen und wo man sich
erfreut an dem einfach. Ja, ich glaube, es ist notwendig. Wir brauchen das alle. Ja. Stichwort durchatmen. Ja. Das ist bei manchen Ihrer Partien ja eigentlich fast unmöglich. Naja. Sie sind schon recht lang, ja, muss man sagen. Die Partien. Also ich meine, Tristan ja. etwas stirbt doch eine Zeit. Das stimmt. Tristan braucht sehr lange zum Sterben. Und. Aber ich sage immer, Tristan hat insofern ein erfülltes Leben, denn er stirbt zum Schluss in den Armen seiner Geliebten. Und ja, wem das vergönnt ist, der hat im Leben eigentlich nicht ganz alles falsch gemacht, sagen wir mal so. Der Weg dorthin war natürlich ein steiniger Weg. Stimmt allerdings. Apropos steiniger Weg, kein steiniger Weg, sondern eigentlich eine gemarte Wiesen, im wahrsten Sinne des Wortes. Im Sommer sind Sie wieder in Bayreuth. Ja. Für einen Erik, einen Holländer und natürlich für Siegfried. Ja. Also Gmarti Wiesen bei Wagner ist immer so eine Sache. Ich hatte den Erik in der letzten Inszenierung in Bayreuth schon gesungen. Mit dem hatte ich auch in Bayreuth debütiert. Und dieses Mal hat es mich aber besonders interessiert, weil der von mir sehr geschätzte Dimitri Tscherniakow Regie geführt hat. Und ich hatte bislang ja fast alle Wagner-Inszenierungen von ihm, oder eigentlich alle Wagner-Inszenierungen von ihm, gespielt. Ich war sein Tristan, ich war sein Parsifal, ich war sein Siegfried, Götterdämmerung gemacht. Und jetzt reizt mich auch der Erik. Und der Erik ist für mich eine Rolle, die ich immer sehr, sehr gerne singe. Denn Wagner schreibt ja über Erik, er darf kein sentimentaler Säusler sein, sondern er muss männlich und kernig sein. Und ich mag diesen Erik so, ich meine, er ist jetzt nicht die Titelpartie, wie meistens bei Wagner, sondern der Erik kämpft bis zum Schluss um seine Liebe. Der kämpft um seine Center und er kämpft einen aussichtslosen Kampf gegen ein übernatürliches Wesen, gegen den Holländer. Er hat keine Chance. Ja. Aber er kämpft trotzdem bis zum letzten Atemzug und das imponiert mir, das gefällt mir. Stichwort kämpfen. Wie sehr müssen eigentlich junge, angehende Sängerinnen und Sänger heute kämpfen in diesem Betrieb? Weil es ist ja doch ein sehr, sagen wir, herausforderndes Geschäft. Absolut, absolut. Also es ist schwierig. Also mich fragen sehr, sehr viele junge Sänger und auch sehr, sehr viele renommierte Sänger, wie ich das mache und wie das mit der Agentur läuft und so. Also einfach Dinge. Es ist, jeder Weg ist ein anderer. Und ich kann niemandem wirklich etwas raten, sondern es ist oft ein Kampf, natürlich, absolut. Ich hatte wahnsinnig viel Glück, also mit der Begegnung zu Daniel Barenboim, der mich quasi in sein Haus genommen hat und mir eine musikalische Heimat gegeben hat. Ich kann das nicht das Programm hergeben, denn dieses Glück ist halt nicht jedem beschieden. Nicht jeden Tag ruft Daniel Barenboim jemand an. So ist es, genau. Und das hatte ja auch eine Vorgeschichte, dieses Glück sozusagen, denn ich hatte 2012, 2013 meine ersten Siegfriede gesungen in Halle an der Saale bei Karl-Heinz Steffens. Karl-Heinz Steffens hat mich empfohlen zu Daniel Barenboim. Daniel Barenboim lädt mich ein, eine Vorstellung Götterdämmerung an der Staatsoper in Berlin zu singen. Zwei Tage vorher war dafür genau eine Probe, so wie es im Opernbetrieb ist. Ja. Und genau an diesem Tag sollte ich am Abend, ich habe gesagt, ich kann nur bis 16 Uhr, weil um 18 Uhr muss ich geharnischter in Simon Rattle singen in der Philharmonie. Daniel Barenboim meinte nur, kein Problem, 16 Uhr müssen wir aufhören, denn da beginnt unser Siegfried. Ja. Und dann 10 Minuten vor 16 Uhr kommt der Operndirektor und sagt, Herr Schagers, können Sie uns helfen? 10 Minuten beginnt Siegfried. Unser Siegfried ist nicht da. Er ist nicht auffindbar. Wir können ihn telefonisch nicht erreichen. Er ist einfach nicht da. Und ich hatte das Riesenglück, wieder Siegfried und Götterdämmerung, also beide Siegfriede, vor kurzem das erste Mal gemacht zu haben. Und ich konnte zusagen. Ja. Und ich habe von der Seite gesungen, einen Akt. Dann kam der Siegfried, der vorgesehen war. Und nach diesem Akt bin ich dann in die Philharmonie, um mit Simon Rattle Zauberflöte zu singen. Ich wollte gerade fragen, was wurde aus dem Rattle-Projekt? Das hat stattgefunden. Also, und das war natürlich auch eine Sache, die
wo das Glück halt angeklopft hat und ich durfte dem Glück die Türe aufmachen. Mhm. Ja. Sprich Glück, privat sind Sie auch im Glück. Sie sind mit einer ganz großartigen Frau und Geigerin verheiratet. Absolut. Haben Kinder. Mhm. Wenn jetzt irgendwie einer Ihrer Nachkommen mal sagen würde, Papa, ich möchte jetzt auch Sänger werden. Wie wäre da die Reaktion? So ungefähr, bitte tu es nicht, oder? Es ist eine, wenn der Herzenswunsch besteht, sehr, sehr gerne. Und dann werde ich natürlich das auch unterstützen nach Kräften. Das ist ja keine Frage. Es müssen zwei Sachen zusammenkommen. Das eine ist natürlich Talent, eiserner Wille, Durchhaltevermögen. Das sind schon drei Sachen. Und natürlich der große Wunsch, das zu machen. Also, wenn das zusammenkommt, warum nicht? Stichwort großer Wunsch. Welche Wunschrollen gibt es denn noch? Oh, ich bin auch hier so gesegnet, dass ich viele, viele meiner Wunschrollen alle schon singen durfte. Eine kommt jetzt mit Othello, Sie haben es schon verraten. Und ist ja auch offiziell. Ist jetzt schon offiziell, man darf schon drüber reden. Ja. Es wurde mir schon öfters angeboten, ich habe es bis jetzt immer, auch aus Zeitgründen manchmal und so, abgelehnt. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich mir den Mohr von Venedig annehme. Das ist doch auch gut. Und dann aber natürlich auch noch den Kaiser in Frauen in Schatten. Den Kaiser in Frauen in Schatten. Aber den hatte ich ja schon in dieser Inszenierung hier gemacht. Freue mich auch, mit dem hochgeschätzten Christian Thielemann arbeiten zu dürfen wieder. Hatte jetzt den ganzen Ring in Dresden mit ihm singen dürfen, vorher in Berlin. Also wir waren schon sehr, sehr viel zusammen, sagen wir mal. In Dresden durfte ich nicht nur die Siegfriede machen, sondern auch den Vater von Siegfried, also Sigmund. Also ich habe die ganze Familiengeschichte aufgerollt. Die auch nicht ganz gut ausgeht für alle Beteiligten. Nein. Was machen Sie eigentlich vielleicht zum Abschluss noch, wenn Sie nicht gerade irgendwelche Siegfriede, Tristans oder ähnliche Dinge auf die Bühne bringen? Was ist der Ausgleich? Naja, Sie haben schon angekündigt, also es sind natürlich die Kinder und vor allem der Kleinste, also unser Lorenz mit seinen 5 Jahren, der nimmt mich komplett in Anspruch. Also komplett. Wenn ich da bin, da gibt es nur Papa, Papa und sonst gar nichts. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich genieße das sehr. Ja. Also es ist immer wieder schwer, einfach wegzufahren. Und er versteht das auch noch nicht so. Und warum musst du schon wieder weg? Und naja, dann muss man jetzt sagen, ja, Papa muss halt da weg und verdienen wir das Geld und so. Also irgendwie so etwas halt erklären. Ja. Aber es ist schon schön, dass man auch hier ein Geschenk bekommen hat, nämlich wieder in reiferen Jahren noch einmal Vater sein zu dürfen und das alles mitzuerleben. Ja. Also ich sehe, Sie sind ein glücklicher Mensch, ja, der uns als Publikum auch glücklich macht. Das hoffe ich. Oh ja. Vielen lieben Dank, dass Sie da waren. Danke für das schöne Gespräch. Sehr gerne. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, das waren hochspannende Einsichten in das Leben eines Heldentenors. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Danke fürs Zusehen, fürs Zuhören und bleiben Sie uns treu. Schalten Sie das nächste Mal wieder ein zu unserem Kurier-Kultur-Talk. Herzlichen Dank.